Nominiert für den WTT Young Leader Award 2017 in Management-Konzeption sind Projekt 1 – Bodenbeläge mit digitaler Marketing-Power in die Zukunft. Bei der Küchler AG in Schlieren kaufen holzverarbeitende Betriebe Platten, Halb- und Fertigfabrikate, Massivholz und Furniere sowie Türen oder Bodenbeläge. Unser Auftrag war für die Küchler AG, ein Online-Marketing-Konzept erstellen für ihr Segment Bodenbeläge, dann das Konzept auch umzusetzen und Verbesserungen vorzunehmen, sowie auch ein agiles Preismonitoring zu prüfen. Bei diesem Projekt ist mir dann auch bewusst geworden, nach dem ersten Briefing, dass man da weit über das ausgehen muss, was gefordert ist, normalerweise. Und zwar nicht bloß ein Konzept machen, sondern das Konzept auch noch anwenden, das Ergebnis aus dieser Anwendung herausfiltern und dann das Konzept nochmal optimieren. Die grösste Herausforderung an diesem Projekt war, dass wir für die Umsetzung der Kampagne einen Online-Shop gebraucht haben, aber noch keinen hatten. Das heisst, wir haben innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von 2 Wochen, einen komplett neuen Online-Shop aufgebaut. Mit Lorena Lütscher, Projektleiterin, Ramon Berli, Nermina Beganovic, Ramona Sigrun und Raffaele Vignacastrisi. Projekt 2 – Entering the Chinese Skincare Market. Die Mibel Group AG in Buchs, Aargau, ist Teil der Migros-Gruppe und die Nummer 3 auf dem europäischen Markt der Eigenmarkenhersteller in den Bereichen Personal Care, Home Care und Nutrition. Der Auftrag des schweizerisch-chinesischen Projektteams war, dass wir gemeinsam das Konsumverhalten der chinesischen Frau und ihre Schönheitsritual anschauen und gemeinsam das verpackt in eine Markteintrittsstrategie für die Mibel Group. Es ist erstaunlich, wie es den Studierenden gelungen ist, zielorientierte und schlüssige Ergebnisse zu produzieren und zu erarbeiten, die aber auch gleichzeitig umsetzbar sind. Die Jungs hier, die haben so viele Emotionen in das Projekt hineingebracht, so viel Energie, und es war echt lässig, mit ihnen zu arbeiten. Gemeistert haben wir diese Herausforderung, indem wir direkt vor Ort in Shanghai Interviews mit chinesischen Frauen durchgeführt haben, sozusagen direkt bei ihnen im Badzimmer analysiert, was sie gerne haben und was sie weniger gerne. Von der FHS St. Gallen mit Marius Sträßle, Projektleiter, Tobias Geisser, Stefan Kähnel. Von der Shanghai University mit Yang Lu, Projektleiterin, Yuhua Wang und Man Sang. Projekt 3 – New Sales Channel Strategies in a Swiss Major Bank. Die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft in St. Gallen trägt die Verantwortung für die Geschäftspolitik und Strategie der Raiffeisen Gruppe, der drittgrößten Bankengruppe der Schweiz. Unser Auftrag war, neue digitale Vertriebskanäle basierend auf dem asiatischen Markt zu erforschen. Die wissenschaftliche Substanz liegt sicher darin, dass es der Projektgruppe gelungen ist, in einem riesigen Markt verschiedenste Möglichkeiten zu identifizieren, aber diese praxisgerecht von Asien kommend auf die Schweiz zu adaptieren. Auf das Team sind wir sehr stolz. Die Nominierung hat uns insofern nicht überrascht, als dass die Arbeit von Anfang an gut strukturiert, inhaltlich toll aufbereitet und die Kommunikation sehr gut geklappt hat. Eine grosse Herausforderung in unserem Projekt waren die interkulturellen Verschiedenheiten innerhalb des Teams, aber auch, weil wir den asiatischen Markt analysiert haben. Dort ist es sehr schwierig, um überhaupt mit asiatischen Experten in Kontakt zu kommen. Wir haben darum sehr viel kommunizieren, aber haben es trotzdem gemeistert. Mit Nicole Schneider, Projektleiterin, Sintusa Arumugam, Minji Ha, Sojin Lee, Seong Ye Lee und Sandra Tobler. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Managementkonzeption den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Juryurteil.